So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash Team Racing Nitro Fools. Ja, wir sind bei den 10K-Strecken. Die Level der ersten Welt haben wir auch schon abgeschlossen. Nämlich Inferno-Insel, Jungle Boogie und Tiny Tempel. Ich mache das schön in der Originalreihenfolge hier, ja, wie sich das gehört. Nur mal überlegen, Barren-Ruinen, Tiefseefahrt und Meteor-Punkt-Schlucht. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge sie waren, deswegen mache ich einfach mal die Barren-Ruinen zuerst. Gut, ich glaube, auf der Welt selbst kann man sich sowieso mal aussuchen, welche Reihenfolge man die macht in dem Spiel. Aber auch da kann ich gerade wieder absolut Bullshit erzählen. Hat Crunch ein... Oh. 8 Rennen als Crunch. Nash, ach, Nash hat auch noch keine Rennen gewonnen. Aber auch noch gar nicht gespielt, ne? Ja, das passt ja auch, ne? Das ist der Boss der zweiten Welt. Und Crash Lugard. Mag das Spiel. Wirklich. Wirklich. Schön, dass sie hier auf jeden Fall die ganzen Nitro-Kart-Strecken wieder eingebaut haben. Das gefällt mir sehr gut. Barren-Ruinen. Die sieht auch sehr so aus wie im Original. Da gibt es ja auch die eine miese Abkürzung. Achso, wo es mir gerade einfällt. Wir müssen gleich nochmal hier die Blizzard Bluff fahren. Blizzard Bluff? Ja, Blizzard Bluff. Weil ich testen will, ob die Abkürzung die ist, für die ich sie halte. Ich finde es natürlich auch, wenn es neue Synchronstimmen sind. Die Art, wie er spricht, ist genauso wie damals. So komische Blubbersprache. Ja, auch allgemein so. So, dann schön hier oben ranfahren. Damit dann das Ding da nicht auf den Sack geht. Ui. Deine Robots hier hin und her schiffen. So. Soll ich mal wagen? Hey! Tatsächlich. Hat funktioniert. Ups. Ja, wenn man nämlich das Ding einsammelt, kommt das schöne Ding. Hat man es gesehen? Weiß ich nicht. Die Kugel wird abgeladen. Dann werden ja ein Spiel erstmal zum Matsch. Aber ich habe wieder so perversen Vorsprung, dass die gar nicht mitkriegen wahrscheinlich. Ja. Hat er gesagt, schleck mal ein Kühlwasser. Alter, wie ich die Abkürzung einfach schaffe, was ist da los? War damals deutlich schwieriger. Abkürzungstrophäen gibt es übrigens nicht für die Nitro-Kart-Strecken. Why ever? Wow! Ja, das war ein bisschen dämlich. Yeah! Hallo? Drifte bitte. War klar, ne? Aber so klar. Gut, sehen wir auch den Teil hier nochmal. Hey, da fährt ein Typ hin und her. So. Ich hab eben viel mehr Boost. Ja, ich hab eben viel mehr Boost. Glaub schon. Schwertwahl, Nash. Ja. Sehe ich jetzt erstmal nicht, aber macht ja nichts. So, dann will ich mal eben Blizzard Bluff. Blizzard Bluff machen. Den Activision Blizzard Bluff. Ha! Ist sogar von Activision Blizzard gepublished, das Spiel. Schlimm genug. Ach ja, wir haben ja auch noch die Bonusstrecke. Hier, Blizzard Bluff. Ja, ich würde aber ganz gerne einen fetten Charakter haben, der so richtig fett ist. Nehmen wir mal Tiny. In dem geilen Leoparden-Outfit. Tiny, einfach gut! Tiny, weil es dir gut tut. Ja, ich habe nur eine Theorie. Wenn er jetzt nicht klappt, dann werde ich, glaube ich, live gleich mal mein Handy rausholen und mal googeln. Was hier Sache ist. Mit den Abkürzungen. Das Miese ist aber auch, die eine ist ja auch echt schwer zu schaffen, ne? Da muss ich jetzt
richtig boosten und so. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich auch in einer Runde schaffen muss, ob ich die flawless schaffen muss oder ob ich einfach nur irgendwie in einem Rennen das schaffen muss. Scheißegal, ob ich 15 Mal vorher runterfalle. Ich weiß es nicht. So, nämlich kann man ja hier noch rein. Hier war ja auch die eine Zeitkiste. Vielleicht zählt das als Abkürzung. Weiß es nicht. So. Hey, das war scheiße. Dankeschön. Ah, ne, es kann man. Ja, komm, es geht schneller, wenn ich Neustart mache. Und ist aber auch nervig. Die Abkürzung. Geht halt auch einfach besser, wenn man, wenn man einen Boost hat. Hey! Ich verstehe das nicht. Okay, jetzt werden zwei Leute mit einer Bombe gebumst. So sieht das aus. Aha, warte mal. Kannst du an meinen wen ranfahren oder so? Zwei Leute mit einer Bombe, ey. Ich finde das voll schwer. Weil die halt nie so beieinander fahren. Sind sogar die ersten beiden. Ja komm, lass mich mal nach hinten fallen. Ja. Danke. Ja, da wäre eigentlich eine gute Situation gerade gewesen. Obwohl, ich kann die ja auch selber zünden, ne? Ist mir gerade mal wieder ein. So, warte mal. Muss noch mal kurz. Ha! Nein! Deine Mutter, ey. Versuchen wir gleich mal eine andere Trophäe bei der Gelegenheit zu holen. Falls es auch nicht nochmal klappt, dann will ich mal versuchen, gleich in der letzten Runde Dings gegen zu sein. Achter. Okay, Moment. Moment, so. War Achter, ne? Das zählt. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ah, die sind ganz schön weit vorne. Aber wir hatten wieder keiner drum gekümmert um die Leute. Drei Bomben, ja, sexy. Ich hasse die Bomben. Ja, das schaff ich nicht. Arschloch, ey. Alter, das ist voll schwer. Okay. Wollte bei der Gelegenheit gleich mal nutzen hier. Müssen wir auch alles noch machen. Wenn das hier schon unproduktiv as fuck ist, ne? Dann wenigstens so. Okay. Das war kompletter Ranz. Aber kompletter Kackdreck, den ich hier gerade gemacht habe. Die Abkürzung ist aber auch kacke schwer, ey. Oder brauche ich eine Maske oder so? Hier kommt Tiny. Kann man ja auch mal versuchen. Hier, komm, fahr mal an mir vorbei. Er kriegt eine Maske. Nee, das will ich nicht. Und schon wieder bin ich Erster. Okay. Okay, das war es leider nicht mit Abkürzung. Belastend. Wer hat eigentlich wieder meine Boost-Anzeige umgestellt? Die hätte ich gerne. Wo könnte hier eine Abkürzung sein? Oder irgendwie sowas hier so, aber komisch schneiden die Kurve. Nee. Ey, kann mal ausschauen, ob man hier irgendwas findet. Ja, da muss halt wirklich hier irgendwie über die Kacke springen. Ich weiß es doch nicht, Mann. Ja. Kompetenz mal wieder auf höchstem Niveau. Ich würde ganz gerne eigentlich das 8er Achievement gerade nochmal probieren. 8er Platz, aber irgendwie sehe ich da nicht viel Hoffnung.
Habe ich ja noch weniger. Nee, komm, warte mal. Wir gucken jetzt mal nach, ne? Wir gucken mal nach. Das macht doch alles gar keinen Sinn hier. So. Courage. Team Racing. Nitro Fueled. Blizzard Bluff. Ja, und Blizzard Bluff? Ja. Shortcuts. Mal über den Ton aus. Ja, keiner hören hier. Ja, erstmal krasses Dubstep-Intro wahrscheinlich. Dauert nur 2 Minuten. Okay, meine YouTube-App hat sich einfach geschlossen. Hallo. Yes. Was ist denn hier los? Warum machst du das? Hallo. Okay. Öffne doch jetzt einfach das Ding. Ja. Dankeschön. So. Ist natürlich schön, dass ihr jetzt auch alles davon seht. Okay. Also, der Person fährt auf jeden Fall auch am Anfang da erstmal durch. Die YouTube-App stürzt gerade ab. Was ist denn da los? Mein Handy irgendwie zu warm? Ich check's nicht. Moment. Kann auch die Beschreibung. Okay. What? Okay. Macht die Person hier. Ja, ich bin ein bisschen, tatsächlich, man muss wirklich über den Zaun springen. Werd bekloppt. Und man muss über beide springen. Ach du Heilige, ey. Was ist das denn für eine Trophäe? Uff. Wie behindert ist das denn? Okay, das ist uff. Das ist sehr uff. Okay, sorry, dass ich jetzt hier so lange gebraucht habe. Man muss alles schaffen. Das Schlimme ist, ich hoffe, dass das Rennen, dass ich als Achter immer noch fahren kann. Weil das die Fans-Dinger schaffen mit dem, einer Maske. Bremst schon mal ab. Ah, wir bekommen jetzt eine Maske bekommen. Erstmal muss ich ja eh hier die Kacke erstmal wieder schaffen. Das ist ja allein auch schon... Lackbasiert genug, aber ich schaff's jetzt. Das ist so ein Witz, ne? Das ist so ein Witz. Das ist. Oh, ich krieg echt das Kotzen. Komm, wisst ihr was? Wir machen es jetzt direkt hier. Oh, oh, falsche Richtung. Ja, okay, okay, okay. Versuchen wir erstmal die Zaunkacke da. Das ist echt pervers. So, warte mal, der hat das aber irgendwie so. Moment. Haben wir ein bisschen zurückgefahren. Das war schon direkt da. Ich hasse mein Leben, Alter. Meine anfängliche Inkompetenz bei Dingen. Ja. Ja, deine Mutter ist falsche Richtung. Ja, okay. Moin. Das behindert, ey. Ui, es war irgendwie knapp. Vielleicht muss man gar nicht driften, einfach nur hier... Okay, das hat funktioniert. Ich habe doch direkt die nächste Maske. Sehr sexy. Oder will ich beide Zäune überspringen? Das habe ich jetzt, dürfte glaube ich auch klar sein. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Oh, Winterquerfeld ein. Okay. Musst du jetzt die Maske... Ich kenne den Weg. Geil, weil wir alle Dinge haben. Muss jetzt die Dings doch nicht überspringen oder das zählte tatsächlich, weil ich da runtergefallen bin. Okay. Ja, muss ich den Ranz hier einfach nicht mehr zu Ende fahren, aber auch aus Prinzip. Das war auch ganz schön knapp.
Okay, mit einer Maske kann man ja richtig übel abkürzen, einfach die Runde gefühlt in 3 Sekunden schaffen. Gut, haben wir das. Hat ja nur viel zu lange gedauert. Aber hey, dann haben wir das jetzt. Wie ist weiter mit den 10K-Strecken? Ist das nicht schön? So, Einzelrennen. Dann geht's weiter mit der Tiefseefahrt, ne? Jo. Den Charakter nehmen wir. Wollen wir mal wieder. Haben wir nicht mit Engine mal was geschafft? Ja. Cortex auch. Ja, Charaktere dürfen jetzt echt nicht mehr fehlen eigentlich. Doch Pinstripe, ne? Ne, Pinstripe haben wir auch. Ja, ich würde gerne mal wen freischalten, mal wieder so zur Abwechslung. Benta Pinguin. Ach Gottchen, ey. Achso, gewinne ein Rennen als Pinstripe. Oh, doch nicht. Pinstripe, do your thing. Die Strecke war auf jeden Fall auch immer sehr angenehm durch die Röhre am Ende. Da muss man eigentlich auch, kann man auch an Decke und so fahren. Mal gucken, wie das jetzt ist. Müsst ihr eigentlich, also das müsst ihr eigentlich gerne haben, ne? Ah, ich weiß es nicht. Wer bin ich denn schon? Dr. Oberwissenschaftler? Oh, da kann man in der Mitte durch. Oh ja, die Musik. Okay. Boah. Das ging damals aber nicht. Oh Gott, bin ich schnell. Hilfe. Oh Gott. Ja, die Dinger sind natürlich auch wieder sexy. Die hatten damals immer eine komplett kaputte Hitbox. So, nehmen wir mal eine Abkürzung, sofern es die noch gibt. Natürlich. So. Wo kommt man hier an? Ja. Ja, geht nicht mehr. Wo kommt man hier überall an der Decke und so auch lang fahren? Nicht nur so beschränkt wie jetzt. Ah, die Musik. Das hier ist übrigens auch eine indirekte Abkürzung. Sehr zu empfehlen mit Boost. Wäre ich eigentlich getroffen, wenn ich durch das Ding fahre? Ja. Durch ein Tentacle. Weiß ich, dachte so Tentacle-Porn-mäßig kriege ich dann belohnt, aber nein. Naja. Manchmal wird man sich, ne? In den Augen. Schräge, die Kurve auch wieder viel zu krass, ey. Vielleicht hat Feature rausgenommen. Wahrscheinlich dachten sie sich, oh, sonst kriegen wir Ärger mit Mario Kart 8, sonst verklagt uns Nintendo, obwohl Crash es damals erfunden hat. Aber ich weiß es nicht. Wer bin ich schon? Wow. Okay, mit dem geilen Boost hat es sich echt gelohnt. So, fahren wir mal so rum. Ist ja okay. Kann man halt auch unnormal pervers boosten auf der Strecke. Selbst mit einem leichten Charakter komme ich da an die Wand, ey. Wieso bin ich hier auch so boostig drauf? Nur weil ich so ein bisschen hier. Bäh. Wenn ich ein bisschen normal booste. Die war ja nicht. Hey, hey, hey. Im Rennen Pinstripe gewonnen. Nein, ich hab... Genau, das war mein Plan. Nein. Halte! Okay. Okay. Mein Gehirn. Ich bin so Reliktrennen getrimmt scheinbar. Ist ja pervers. Ah, es muss erstmal wieder auswählen alles. Das ist ja stressig. So, dann machen wir jetzt noch eben schnell hier die Meteor-Punkt-Schlucht. Die geilste Strecke EUW. Und dann...
bin echt verwirrt gerade. Da bin ich gespannt. So, hoffentlich haben sie die Strecke nicht verkackt. Dann nehmen wir mal, ich wäre für meinen mittleren Charakter. Ich nehme mal wieder Giri. 21 Rennen, eh viel zu viele. Ja. Dann haben wir ja tatsächlich schon fast die Hälfte der Strecken. Ja, es sind nur noch 7 Strecken dann, ne? Das schaffe ich vielleicht sogar in einer Folge noch. Denke sogar mal. Aber auch schön, dass wir jetzt ja auch die Abkürzung haben. Jetzt muss ich jetzt nur noch mal gucken wegen den Drift Achievements, wie man das am besten macht. Meteor-Punkt Schlucht. Ja, wie man das am besten macht und dann, ja. Weiß ich nicht, was da noch fehlt. Bomben. Bläh. Mit einer Bombe 2 Leute killen. Belastend. So, jetzt geht nämlich der durchgehende Drift los. Und ich versag erstmal fast. Wow. Jo. So, das, die Stelle hier war so mal die einzige, wo man halt nicht, wo man kurz eine Driftpause machen musste. So, und... Ah, okay. Man kann nicht mehr über die flachen Dinger springen. So, hier sind die Abkürzungen. Hui, hui. Und direkt weiter driften. Ging früher besser. Hui. Jo. Genau so. So, dann... Achso, das Ding war noch ausgeklappt. Oh, nein! Mein Flow. Er hat mir meinen Flow genommen. Die Stelle geht nicht mehr so gut wie früher. Da kommt man aber irgendwie noch rum eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Musik im Original war. Okay, man sogar direkt einen Boost drauf. Auch interessant. Wieso habe ich den Boost noch gekriegt? Einfach eine schöne Strecke. Ja, dann soll es auch für heute gewesen sein. Ich gehe mal wieder ins Menü. Vielleicht können wir uns jetzt mal irgendeinen Charakter leisten. Den Velo. Ich hoffe, ich krieg noch genug Geld. Ich hoffe es wirklich. Und nur noch die Reliktrennen fahren, wa? Ja, jetzt können wir uns den echten Velo leisten. Und wieder kein Geld mehr. Krunk ist zurück. Schlammschlacht. Gut, einen neuen Charakter freigeschaltet. Geil. Also, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, mir gefallen. Und das nächste Mal geht es hier weiter mit den CNK-Rennen. Die werden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal auch abschließen. Und dann geht's weiter mit den Kristallherausforderungen und dann mit den Zeitrennen bei Entropy. Also bis dahin, ne? Tschüss!